Mein Name ist Marco Schmidheit, ich bin promovierter Molekularbiologe und ich forsche an humanpathogenen und mykotoxinbildenden Schimmelpilzen. Mykotoxine werden nicht von allen Schimmelpilzen gebildet, aber von einigen, die uns besonders interessieren. Und Schimmelpilze kommen überall vor. Mykotoxine sind auch in den meisten Lebensmitteln zu finden. Und da interessieren uns natürlich besonders die, die besonders giftig sind. Aflatoxin ist eines der giftigsten natürlichen Toxine überhaupt, wird durch Aspergillen gebildet und führt letztendlich durch die Verstoffwechselung in der Leber zu Leberkrebs. Und aflatoxinbildende Schimmelpilze kommen besonders in Afrika vor, im Nahen Osten und in Südchina. Und wir haben ein internationales Forschungsprojekt mit afrikanischen Partnern zusammen. Und da untersuchen wir Strategien, wie wir die Schimmelpilzbildung auf Mais vermindern und verhindern können und natürlich auch das Schimmelpilzwachstum eindämmen können. Hier sieht man zum Beispiel einen mykotoxinbildenden Pilz, der auf dem Mais gewachsen ist. Und genau den sollte man jetzt so nicht mehr verzehren. Wir forschen unter anderem an der Entwicklung von unterschiedlichen Vermeidungsstrategien gegen Pilzwachstum und Mykotoxinbildung. Zum Beispiel kann man das Pilzwachstum beeinflussen, indem man die Lagertemperatur ändert, pökelt oder auch fermentiert. Aber eine andere Möglichkeit ist auch Licht. Pilze verfügen über bestimmte Lichtrezeptoren, das heißt, sie können hell und dunkel und auch unterschiedliche Farben sehen. Und wenn man bestimmte Lichtwellenlängen auf die Pilze einstrahlt, Blaulicht in diesem Fall, dann werden die Pilze in ihrem Wachstum gehemmt und teilweise auch die Mykotoxine sogar wieder abgebaut. Andere Lichtwellenlängen wie Grün oder Gelb fördern sogar eher das Pilzwachstum. Insofern haben wir da unterschiedliche Strategien, wie wir denn das Schimmelpilzwachstum positiv und negativ beeinflussen können.